Horsepoint TV, meine sehr verehrten Damen und Herren, meldet sich hier wieder von den Amadeus Junior Specials in Lamprechtshausen bei besten äußerlichen Bedingungen. Die Sonne brennt schon richtig runter und einem steht immer noch der Schweiß auf der Stirn, nämlich dem Doppelsieger bei der Öffnungsspringprüfung der jungen Reiter Johannes Schuster. Johannes, einmal Gratulation zu deinen zwei fabelhaften Runden, die du gleich hier zu Beginn hinlegen konntest. Deine Pferde ist Nemo und Quanta Servas haben sich heute schon mal von der besten Seite gezeigt mit Platz 1 und 2. Ja, vielen Dank erstmal für die Gratulation und waren echt top in Schuss heute. Mal jetzt am ersten Tag beide mal 1,25 m und bin super zufrieden. Jetzt lastet ja der ganze Druck der deutschen Einheit auf euren Schultern. Ihr seid ja heuer ganz, ganz wenige. Die meisten sind beim Preis der Besten in Warndorf. Wirklich schade, dass nicht mehr bundesdeutsche Reiter nach Lamprechtshausen gekommen sind. Aber solange du hier die Fahne hochhältst, geht ja alles in Ordnung. Ja, schauen wir mal. Also schauen wir mal, wie es weitergeht morgen und die nächsten Tage. Lass alles auf mich zukommen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja, die Familie Schuster war ja schon öfters in Lamprechtshausen, aber immer tut sich was Neues hier in Lamprechtshausen. Wie präsentiert sich hier die Amadeus Junior Specials in diesem Jahr? Ja, also erstmal der Platz ist echt top, also kann man nichts sagen. Und natürlich das Wetter heute, alles in allem wirklich ein super schönes Turnier und wir fahren gern her. So, Jan, jetzt noch mal eine ganz schwierige Frage. Was hast du noch am Fahrplan? Was möchtest du dieses Wochenende noch einheimsen? Ja, also mal jetzt mit dem Quantas werde ich die kleine Tour weiterreiten und jetzt mal schauen mit dem Nemo vielleicht die große Tour. Schauen, wie es läuft und dann sehen wir weiter. Ja, wir sind ja zu Hause auch große internationale Turnierveranstalter. Was steht in Petbis heuer noch alles an? Heuer nichts mehr. Also wir haben nur im Frühjahr jetzt die zwei nationalen Turniere gemacht und im Herbst haben wir jetzt dieses Jahr nichts mehr. Nächstes Jahr geht es dann wieder weiter im Frühjahr. Okay, dann sehen wir uns dann vielleicht im Frühjahr dann mal wieder in Bottmitz. Ja. Danke. Danke auch.